Ich bin Jürgen Neumann, Mitinitiator von Freifunknet und beschäftige mich seit 10 Jahren mit offenen WLAN-Netzen. Was ist Freifunk? Okay. Freifunk ist eine Community oder Meta-Community, die sich seit fast 10 Jahren damit beschäftigt, wie Leute ihre eigenen WLAN-Netze aufbauen. Das heißt, im Wesentlichen geht es erstmal darum, eine Intranet-Infrastruktur aufzubauen und Wissen darüber zu vermitteln, wie man sich mit so WLAN-Equipment, sogenannten Access Points oder WLAN-Routern, selber eine lokale Infrastruktur aufbauen kann. Da fragen immer alle Leute, wozu braucht man jetzt eine lokale Infrastruktur? Aber die Idee ist eigentlich, dass man erstmal ganz unabhängig vom Internet diese WLAN-Router benutzt und dank einer Software-Technologie, die sich Meshing nennt, dafür sorgt, dass sich einzelne WLAN-Access-Points miteinander verbinden. Und seitdem es lizenzfreies Spektrum gibt und man die Erlaubnis hat, unlizenziert einfach über die Straßengrenzen hinweg funken zu können, gibt es erstmalig die Möglichkeit, dass man eben von einer Straßenseite zur anderen Seite Daten im öffentlichen Raum übertragen kann. Und seit 10 Jahren haben wir uns halt damit beschäftigt, dass man softwaregesteuert dafür sorgt, dass die einzelnen WLAN-Router sich untereinander verbinden können und dass so dann ein Mesh-Netz entsteht, wir sagen auch Mesh-Wolke, und innerhalb dieser Mesh-Wolke dann eben kostenlos Daten übertragen werden können. Na, für viele ist, also entstehungsgeschichtlich ging es schon darum, dass eben vielerorts kein Internetzugang zur Verfügung stand, vor allen Dingen auch hier in Berlin und in den neuen Bundesländern. Hatte die Telekom damals neueste Glasfasertechnologie verbaut, Opal. Die Konsequenz war, dass darüber kein DSL gemacht werden konnte und dadurch dann eben für private Haushalte auch kein billiger Breitbandinternetzugang zur Verfügung stand. Und viele Leute haben dann eben angefangen, bei Freifunk mitzumachen, um mit dieser Mesh-Technologie dafür zu sorgen, dass man auch an Orten Zugang zum Internet hat, wo der vorher eben nicht zur Verfügung stand. Also einfaches Beispiel, gibt es heute auch noch viel in Brandenburg. Ein Dorf hat vielleicht DSL, das andere hat kein DSL. Dann muss man sich die Frage stellen, wie kommt man in das Dorf mit dem DSL? Das kann man halt per Richtfunk ganz gut lösen. Und die zweite Frage ist, wie kriegt man dann diesen Internetzugang im Dorf verteilt, und das ist jetzt eigentlich der Kern von Freifunk. Da können dann nämlich die verschiedenen Haushalte sich einen Router ins Fenster stellen oder aufs Dach bauen, je nachdem, wie das halt konkret beschaffen ist. Und diese Router vernetzen sich dann untereinander, bilden so ein Netzwerk und verteilen dann das Internet, sage ich mal so ganz banal, im Dorf. Und auf der anderen Seite gibt es eine zunehmende Tendenz, dass das Internet immer stärker zensiert wird oder auch der, was weiß ich, Three-Strike-Strategien, also Zentralisierung, Governance, die in so eine Richtung geht, da auch halt den freien Datenaustausch immer mehr einzuschränken. Und je stärker man diese Tendenzen im Internet spürt, desto größer wird auch wieder das Interesse, lokale eigene Infrastrukturen aufzubauen, in denen man dann eben unzensiert und ohne dafür Geld bezahlen zu müssen oder mit irgendwelchen Strafen rechnen zu müssen, einfach miteinander Daten austauschen kann, um zu spielen, Community Radio zu machen oder auch einfach, um sich mit so einer spannenden Technologie zu beschäftigen und ein bisschen darüber zu lernen, wie so IP-basierte Netzwerke funktionieren. Freifunk ist ein Beitrag oder leistet einen Beitrag dazu, die Medienkompetenz zu erhöhen für Internettechnologien und es sorgt halt auch dafür, die digitale Spaltung zu überbrücken und auch sich mit dem Thema Netzwerk und digitaler Kommunikation zu beschäftigen. Wenn man dieses Freifunk-Intranet auch dazu nutzen möchte, um darüber ins Internet zu kommen, was für viele Leute sehr wichtig ist, dann müssen eben einzelne Leute auch ihren DSL-Anschluss da zur Verfügung stellen, denn irgendwo muss ja der Übergang von diesem Intranet ins Internet sein. Und jetzt ist es in der deutschen Rechtsprechung so, dass einige Gerichte, auch noch nicht alle, beschlossen haben, dass ich dafür hafte, wenn ich meinen Internetanschluss zur Verfügung stelle, was andere Leute machen.
Das ist besonders im Urheberrecht problematisch, weil eben, wenn jetzt illegaler Musikupload erfolgt oder ähnliche Dinge, dann die Störerhaftung greift. Und das bedeutet, dass viele Menschen verunsichert sind und sich nicht mehr trauen, ihren eigenen DSL-Anschluss innerhalb dieses Intranets als Internet-Gateway zur Verfügung zu stellen. Und das wiederum hat zur Konsequenz, dass wir zum Beispiel in Berlin oder auch in ganz vielen anderen Städten nicht einfach wie in vielen anderen Ländern im Café sitzen können und dort ist ein offenes WLAN und ich kann darüber einfach so ins Internet, sondern ich muss mich da erst irgendwie anmelden oder viele Haushalte oder Privatpersonen haben eben ihre WLAN-Netze verschlüsselt und obwohl ich, egal wo ich bin in Berlin, mindestens 10 oder 20 solche Netze sehe, kann ich sie nicht nutzen, weil die eben durch die Verschlüsselung für mich nicht mehr offen zur Verfügung stehen. Wir haben diese Kampagne gestartet gegen die Störerhaftung schon vor 5 Jahren, weil wir erkannt haben, dass damit dieser Zugang zum Internet erheblich erschwert wird und durch die falsche Kommunikation dieser Thematik in der Öffentlichkeit auch der Eindruck entstanden ist, dass nur Kinderpornografie gehandelt wird und illegale Dinge getan werden im Internet. Man hat völlig vergessen, dass wahrscheinlich 99,9% der Leute, die so einen freien Internetzugang nutzen wollen, einfach nur ihre E-Mails lesen wollen oder eben Informationen sich aus dem Internet besorgen möchten. Aber man hat dann kollektiv alle da abgestraft mit der Steuerhaftung und deswegen ist die Situation heute eben auch hier so, dass wir vor ganz vielen verschlossenen WLAN-Netzen stehen und das in der Weise dann auch Freifunk oder die Verbreitung von Freifunk blockiert, weil die Leute so eine Angst haben, dass sie dann eine Abmahnung erhalten oder irgendeine Strafe bekommen. Wir haben eine Kampagne gestartet, die heißt Freifunk statt Angst. Und im Rahmen dieser Kampagne haben wir in Berlin 100 WLAN-Router vorbereitet, die speziell präpariert sind mit einer Software, die den öffentlichen Datenverkehr aus dem WLAN-Netz zu einem Provider nach Schweden tunnelt. Das heißt, die Daten purzeln dann dort in Schweden aus dem Netz mit der IP-Adresse des Providers. Und weder derjenige, der das WLAN-Netz nutzt, noch die Person, die den DSL-Zugang zur Verfügung stellt, haben dann Probleme mit der Störerhaftung. Wir haben vor 3 Jahren eine Spende erhalten, eine Sachspende von einem Routerhersteller, der uns über 500 Router zur Verfügung gestellt hat, unter der Bedingung, dass wir die Software, die Firmware, die darauf vorinstalliert war, austauschen. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis wir gemeinsam mit dem OpenWRT-Projekt diese Firmware eben zur Verfügung hatten. Und dann vor etwa einem Jahr deutete dieser Internetprovider an, dass er uns als Maßnahme für so eine Kampagne 100 VPN-Tunnel kostenlos zur Verfügung stellen würde. Daraus wurde dann das Projekt, die Freifunk Freedom Fighter Box. Und dank Mirko Vogt hauptsächlich, der sich als Softwareentwickler und auch Mitideengeber hier sehr engagiert hat, haben wir jetzt seit einigen Wochen diese Geräte und haben dann eine Medienkampagne gestartet, die sehr erfolgreich aufgenommen wurde. Viele Medien haben darüber berichtet. Und wir haben viele Anfragen erhalten, besonders von Cafés oder Projekten und sind jetzt dabei, in den kommenden Wochen diese 100 Router zu verteilen. Am einfachsten ist, man registriert sich auf der Mailingliste von berlinfreifunk.net und sagt eben, dass man Interesse hat, so eine Box bei sich aufzustellen. Und so wie es aussieht, können wir vielleicht sogar mehr als 100 solcher Boxen zur Verfügung stellen, obwohl wir auch selber der Überzeugung sind, dass wir auf diesem Wege nicht das Problem der Störerhaftung lösen können und es langfristig auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann. Ja, dadurch, dass die Störerhaftung in dem Fall ausgehebelt wird durch einen einfachen technischen Trick, ist das Risiko, wenn ich als jemand, der zu Hause einen DSL-Anschluss hat und in der Öffentlichkeit darüber dann freien Zugang zum Internet anbiete, für mich null. Und somit hilft
dieses Projekt hoffentlich dabei, den Zugang zum Internet für viele Leute einfacher oder total einfach zu machen und wieder die Bereitschaft zu erhöhen, dass Leute auch, die einen DSL-Anschluss zu Hause haben, bereit sind, den anderen da draußen in der Öffentlichkeit etwas Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Es ist auch so, dass auf der Box so eine Traffic-Shaping-Funktion installiert ist. Das heißt, es wird nicht meine gesamte Bandbreite für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sondern ich kann einstellen, wie viel Bandbreite ich da im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen möchte. Per Default sind es ungefähr 1,5 Mbit. Wer einen schnelleren Internetanschluss hat, kann gerne mehr anbieten. Wer einen langsameren hat, kann es entsprechend niedriger einstellen. Aber das heißt, auch für meine eigene Nutzung ändert sich fast nichts. Ja, unterstützen kann man uns hauptsächlich auch vor allen Dingen politisch, denn letzten Endes geht es darum, dieses blöde Konstrukt der Störerhaftung wieder loszuwerden. Konkret kann man sich auf der Mailingliste melden und sich, wenn man jetzt an öffentlichen Plätzen oder an Orten wohnt vielleicht, wo viel Publikumsverkehr ist und man dort im Erstgeschoss oder zweiten Stock wohnt, dann eben uns den Standort zur Verfügung stellt, beziehungsweise sich halt meldet bei uns und sich so einen Router bei sich zu Hause einfach hinstellt. Besonders für Cafés, Projekte und so weiter könnte das sehr interessant sein. Und wir haben jetzt auch so sehr viel Resonanz aus diesem Bereich vor allen Dingen erhalten. Also gerade Cafébesitzer, für die das lange Zeit ohne Störerhaftung eine selbstverständliche Dienstleistung war, so einen offenen WLAN-Zugang auch anzubieten, die sind jetzt alle total verunsichert, haben ihre Netze zugemacht. Jeder kennt das, man muss dann da reingehen, sich das Passwort abholen. Das ist alles sehr hinderlich. Viele Cafés trauen sich gar nicht mehr, so einen Internetanschluss zur Verfügung zu stellen, weil letzten Endes schützt sie auch das verschlüsselte WLAN jetzt nicht vor der Störerhaftung. Also man muss sich bewusst machen, dass wir eigentlich alle unsere Internetanschlüsse teilen, es sei denn, ich lebe wirklich auch alleine und benutze meinen DSL-Anschluss ganz alleine, aber es fängt schon in der Familie an, WG sowieso, Firmen, Organisationen, Projekte, überall dort, wo mehr als eine Person einen Internetanschluss nutzt, wird diese Absurdität, tritt die in Kraft, nämlich dass die IP-Adresse, mit der ich ins Internet gehe und letzten Endes dann dafür herhalten soll, wer dafür verantwortlich ist, was im Internet gemacht wird. Und was ich besonders bedenklich finde, ist, dass auf diesem Weg auch anonymer Zugang zum Internet immer mehr eingeschränkt wird. Ich aber auch der Meinung bin, dass anonymer Internetzugang halt sehr, sehr, sehr wichtig ist, damit wir nicht zum gläsernen Menschen im Internet werden.